Willkommen zum aktuellsten CSGO Overwatch. Wir sind wieder dabei, das Spiel etwas cheaterfreier zu machen. Okay. What? Das könnte vielleicht, ich glaube, das verspricht, ein guter Fall zu werden hier. Das sieht nicht schlecht aus. Seit wann deckt man zu dritt? Ah ne, der eine geht nicht mit, okay. Ich dachte, die gehen wieder zu dritt auf B. Ich war mal kurz ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, ob er den da hinten jetzt nicht schon gesehen oder erwartet hat. Aber... voll das merkwürdige Verhalten irgendwie. Also als wenn er sie sehen würde. Ja, er aimt schon mal auf Kopfhöhe. Schissel. Und habt ihr es gesehen? Der Spieler läuft weg. Also der Gegner läuft weg und er aimt dann nicht mehr auf Kopfhöhe. Ich glaube, er hat einen Wallhack. Einen sogenannten Gewürzhack. Er hat nur einen Wallhack, so wie es aussieht, sonst gar nichts, also kein Aim und vor allem kein Skill. Gut, ich meine, er hat zumindest auf Kopfhöhe geschossen, aber irgendwie ging nichts rein, ne? Er hat um den Kopf drumherum geschossen, sehr gekonnt drumherum geschossen, das muss man auch erstmal hinkriegen, mit bam, 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 es waren mindestens 3 oder 4 Schuss, die um den Kopf drumherum waren, das ist vielleicht auch geübt, wer weiß. Wir gucken mal, was er jetzt noch so macht, ja, der Gauner. Das ist natürlich jetzt easy für ihn, aus der Smoke herauszuarbeiten. Oh! Das sah eben aber leicht hinübergezogen aus. Könnte auch ein Demo-Fehler oder eben einfach Luck gewesen sein, aber das sah von der Crosshair-Bewegung, vom Aiming sehr, sehr merkwürdig aus. Am Schluss dieses Hin- und Her-Gezappel. Vielleicht aber auch einfach Hektik oder sowas. Ah, er bleibt stehen. Er schießt halt hin und fängt, also ich habe auch schon diverse Male gezappelt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe irgendwann eine Cash-Runde gespielt im Stream. Direkt zum ersten Spiel hin, wo ich meistens alleine spiele. Und da haben dann meine Mates den Gegnern geschrieben, ja, ihr könnt den reporten, der hat gezappelt. Da habe ich auf A irgendwie einen Ultra-Klatsch hingelegt oder sogar einen Ace oder so. Und habe halt einfach irgendwann, weil die Anspannung so, da irgendwann ist ja der Arm voll verkrampft, weil man so angespannt ist. Wenn man eine sehr lange Klatschrunde hat und Kill für Kill macht und das gut läuft, dann, also bin ich zumindest sehr angespannt. Und dann fange ich manchmal an zu zappeln. Nicht diese wow, 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 aber also nicht diese Ultra-Shots auf den Kopf, so zack, 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 sondern ich zappel so hin und her oder auf und ab. Das, ja. Ist eine schwierige Sache. Also der Wallhack ist ihm, denke ich, sicher. Also ich glaube, da kann man nicht großartig was dagegen sagen, oder? Und von daher bekommt er eh den, also wissen wir ja, den Bann. Der Aim Assist wäre dann nur nochmal ein Zusatz, der aber nichts bringt. Also zur Strafe bringt, dass nichts hinzukommt. Er bleibt immer wieder stehen. Ich weiß nicht, ob er schreibt. Es könnte gut sein, dass er schreibt. Wollen, ich habe letztens einen Wingman gespielt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Um Gottes Willen. Oh, jetzt bockt er noch seinen Mate gleich. Ungewollt, weil er... What the fuck? Ich glaube, er ist gegangen. Oder er ist gerade durch die Web geflogen. What the fuck? Ich glaube, er ist gegangen und dann wurde das Spiel vorgespult. Und wir haben halt bei jemandem zugeguckt, zu dem die Kamera erstmal fliegen musste. Er ist stehen geblieben und wahrscheinlich dann rejoined. Weil er irgendwas ich nehme an, er hat irgendwas um- oder eingestellt. Naja, wollen, ich hatte einen Wingman gespielt. Und nach diesem Wingman habe ich mir vorgenommen, grundsätzlich in jedem Matchmaking und in jedem Wingman alle meine Gegner zuallererst mal zu blockieren. Also die Kommunikation. Denn wir haben bereits im Warm-Up, wir haben auf Lake gespielt und wir haben bereits im Warm-Up halt einige edle Schüsse gedrückt. Und dann schreibt der eine, haha, Hacks Report. Und dann hat auch die Report-Nachrichten immer kopiert. Er hat mich einfach x-fach kopiert, der Vollidiot. Er hat mich x-fach reportet, ne? Und dann dachte ich halt, ey, was, ist das ein Troll? Ist der behindert? Was ist mit dem los? Und immer wieder im Spiel, wenn man ihn gekillt hat, schreibt er, haha, Hacks Report und sowas, ne? Also, es waren Lulli-Kills. Einmal, das sah für ihn sicherlich komisch aus, habe ich halt unter der Treppe gewartet bei CT und er ist bei T da irgendwo rumgehüpft und stand auf diesen Holzpaletten, die da rumstehen und hat abgeaimt und ich habe sein Knie gesehen, nur sein Knie. Und ich ziehe halt hin, mach pam, 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 pam und gebe ihm ein paar gezielte Schüsse und er ist tot. Und er, haha, you can't know where I stand, und hin und her. Ja. Das war irgendwie behindert und er hat dann dauernd den Report rausgedrückt, dann Wallen auch später. Und ständig haben sie geschrieben, ha, Hex, vor allem der eine. Einer war ganz schlimm. Und ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint haben. Später kam es mir dann so vor, als wenn es nicht ernst gemeint wäre. Lass uns mal ganz genau gucken. Also,
Ich weiß nicht, er ist manchmal nicht auf dem Kopf, trifft er dabei in den Kopf. Gerade eben, dieser Pistol-Shot war auf keinen Fall irgendwelche Aim-Unterstützung. Er hat einfach den Kopf schon anaimen können. Ich glaube, die Aim-Unterstützung werde ich wahrscheinlich weglassen, obwohl er eh gebannt wird. Naja, es schien mir am Ende dann mehr so Troll gewesen zu sein, aber er hat eben Report-Nachrichten kopiert. Also entweder hat er die selbst geschrieben, was ich mir nicht vorstellen kann, oder er hat halt echt ein paar Mal rein reportet am Anfang. Und das hat mich... Also es passiert nichts, ne? Wenn es wirklich vor Overwatch kommen sollte, dann sieht man ja zu 100%, da ist alles cool. Das waren wirklich keine, ja, alles cool halt, ne? Aber es hat mich verunsichert und abgefuckt, dass er sagt, ich reporte dich jetzt. Wenn ich das sonst hab, dann ist es einmal oder sowas. In einem Matchmaking, dass jemand, aha, report, und dann wird man halt reportet oder nicht, keine Ahnung. Ich habe noch nie gehabt, dass jemand die Report-Nachricht kopiert und in den Chat schreibt. Ich hätte dann nur halt gesagt, ich habe die reportet oder irgendwie sowas. Und man kennt es halt von Kacknoobs, dieses Verhalten, ne? Sie werden halt gefickt und meinen direkt, der cheatet, und dann reporten sie dich. Und das hat mich so verunsichert, dass ich direkt in der ersten Runde, ich hab ihn schon so ein bisschen insane weggeklatscht, und dann also direkt wieder Report, dass ich war so verunsichert, dass ich mich nicht getraut habe, einen festen Kill, also ich hatte seinen Mate beim Bombe planten, durch diese scheiß schmierigen Fenster, wenn man vor diesem Lake House steht, schon im Visier. Und ich habe mich nicht getraut, ihm direkt den Headshot zu drücken, sondern ich habe mit Absicht auf den Körper geschossen und habe ihn dann nicht gekillt, bin weggerannt und bin sogar gestorben. Wir haben die Runde verloren. Wir haben am Schluss das gesamte Spiel dann noch gedrawt, glaube ich. Aber es hat mich kurzzeitig so verunsichert, dass ich so dumm Zeug gemacht habe und auch an dem Wingman, was für eine Scheiße, keine Ahnung, voll behindern. Und ich dachte noch, was ist denn jetzt los? Warum habe ich das gemacht? Also ich war wirklich kurz verunsichert, ne? Und dachte mir, ich darf jetzt eigentlich, was ist, wenn ich jetzt wirklich einen krassen Shot drücke? Weil auf dem Main-Account habe ich ja schon einige Skins, ne? Die ganzen Knives und alles. Das wäre ein bisschen bitter, wenn der weg wäre. Dann wären die Giveaways fürs erste Mal Geschichte. Da steht er wieder rum. Und ja, dann dachte ich mir so, scheiß der Hund drauf, es ist total Pillepalle, es ist völlig idiotisch, sowas zu machen. Ja, ich sage, war wirklich dumm, dass ich nicht einfach die ganz normal weitergehe. Also es war nur diese eine Runde, wo ich so verunsichert war. Danach dachte ich mir, whatever, was mache ich hier überhaupt? Aber ja, ich werde jetzt in Zukunft einfach grundsätzlich alle blocken, und ich kann euch echt nur empfehlen, am Anfang, er zuckelt manchmal so komisch rum, aber nach AWP-Schüssen zuckel ich auch irgendwie, also nach oben und dann nach rechts. Dass man die Leute einfach blockiert, von vornherein. Dass ihr nicht den Chat seht. Wenn ihr die Communication blockiert, dann seht ihr auch das Geschriebene nicht. Oder vor allem das Geschriebene nicht. Hören kann man die Gegner ja eh nicht. Ja, ich weiß auch nicht, das Aim ist war nicht stark genug. Aber der Bann ist eh drin, also irrelevant. Ja. Blockiert die Leute, weil ich kenne halt auch einfach oft genug Leute. Das war jetzt bei mir mal eine Ausnahme, dass ich mich dadurch habe wirklich verunsichern lassen. Aber es gibt so viele, das merke ich halt in den Viewer Games, die anfangen mit den Gegnern zu schreiben. Und das ist schlecht. Dann tritt bei euch das Gleiche auf. Nicht, dass ihr Angst habt, jemanden zu killen oder sowas, sondern ihr seid abgelenkt. Ihr schreibt mit den Leuten, seid vielleicht auch ragiger. Und wenn man wütend ist, dann spielt man meistens schlechter. Man glaubt zwar, man wäre besser vielleicht, weil man voll mit dem Herz dabei ist, aber man macht dumme Sachen. Ich kann euch nur empfehlen, blockiert die Leute direkt. Man hat nicht mit den Gegnern zu schreiben, man hat keinen Nutzen, es bringt gar nichts. Außer vielleicht am Schluss oder am Anfang GLHF und am Schluss GG. Aber man hat sonst nichts mit den Gegnern zu schreiben. In der Theorie, ja, weil, ja, was soll man machen? Deswegen kann ich euch diesen Rat noch mitgeben und euch diese kuriose Story teilen. War ich voll merkwürdig. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen.